ermitteln Sie die Halbwertszeit desjenigen exponentiellen Modells, das diesen Abbau beschreibt, in Minuten. In einem exponentiellen Modell sind von anfänglich 100% nach Ablauf einer Halbwertszeit noch 50% oder die Hälfte der ursprünglichen Menge übrig. Nach Ablauf einer weiteren Halbwertszeit reduziert sich dies auf nur noch ein Viertel der anfänglichen Menge und nach Ablauf einer weiteren Halbwertszeit hat man nur noch ein Achtel der ursprünglichen Menge übrig. Wir wissen, nach 120 Minuten haben wir noch ein Achtel übrig. Das heißt, 120 durch 3, da dies 3 Halbwertszeiten sind, ergibt 40. Das heißt, eine Halbwertszeit sind dann 40 Minuten.